In diesem Video werden wir Klett-Kennzeichenhalter anbauen. Schön rahmenlos und sauber. Wie man die ans Auto anbringt, sehen wir in diesem Video. Viel Spaß! Seit über einem Jahr liegen die bei mir zu Hause schon rum. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, die anzubringen. Heute wird es endlich Zeit. Und dann haben wir endlich vorne ein bisschen schönere Halterung. Also das versuchen ja ganz viele, dass sie dann vorne eben nicht mehr diese Kunststoffhalterung dran haben, sondern dass man einfach rahmenlos sein Kennzeichen dran machen kann. Das machen wir heute. Das geht ganz easy. Ich stelle euch hier einfach ab und ihr seht direkt, wie das funktioniert. Die alte Halterung schrauben wir einfach gerade so ab. Müsst ihr mal schauen, wie das bei eurem Auto geht. Bei dem funktioniert das so. Da ist er gelöst. Wir machen das hier vorne noch schnell ein bisschen sauber, damit der Kleber besser hält. Und wir haben bei mir auch das Glück, dass ich eigentlich hier schon ziemlich gut sehe, wie ich den anbringen muss. Wenn es bei eurem Fahrzeug nicht so ist, dann messt es gut ab. Am Ende habt ihr es vielleicht zu weit links oder rechts. Ich mache es gerade sauber, wir sehen uns gleich. Das müsste so passen. Ich habe euch jetzt mal so hingestellt. Also ihr könnt das jetzt ganz gut sehen, ob ich zu weit links oder rechts bin. Wir ziehen hier diese Folie ab und ich spüre direkt, das bappt ganz schön gut. Es ist natürlich wichtig, dass es halt auch während der Fahrt gut hält, aber ich habe da bis jetzt nur Positives von gehört. So, und jetzt versuche ich das mal schön gerade dran zu machen. So, ich glaube, das ist ziemlich gerade. Ich hoffe es mal. Nee. Oh, der ist echt fest. Ich denke, das müsste so okay sein. Es ist jetzt nicht perfekt geworden. Ich habe hier ein bisschen, es hat sich ein bisschen geknickt. Ja, ist nicht leicht, wenn es halt ein bisschen gewölbt ist. Jetzt muss man halt echt gut darauf aufpassen, dass ihr überall gut dran gedrückt habt, denn wir wollen ja nicht, dass dann, wenn es regnet, da Wasser reinläuft. Aber während ich es gemacht habe, musste ich auch schon ein paar Mal das lösen und dran machen. Das hält wirklich bombenfest. Ich glaube nicht, dass da sich das irgendwie lösen wird. So. Das passt so schon mal. Jetzt machen wir das gleiche mit unserem Lenkrad und dafür dann eben die andere Seite vom Klett. Jetzt machen wir das gleiche mit der Rückseite vom Kennzeichen. Diesmal mit der weichen Seite vom Klett. Lösen das hier auch ab. So, und jetzt schön gerade drauf. So. Das hat jetzt schon viel besser geklappt und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Ja, viel besser. Das sieht doch tausendmal besser aus. Ich habe jetzt nicht perfekt dran gemacht, weiter rechts als links. Jetzt gucken wir mal, wie gut ich es wieder abkriege. Also ihr seht, das hält echt fest. Ihr müsst nur aufpassen, man verbiegt sich so das Kennzeichen, wenn man da dann nicht aufpasst. Aber das kriegt man ja wieder gerade. Jetzt achte ich nochmal drauf, dass es ein bisschen ordentlicher dran ist. So Leute, ihr seht, das sieht tausendmal besser aus. Und ich habe es ein paar Mal probiert, dass ich das nochmal ganz ordentlich dran mache. Also man kann es immer wieder abmachen. Man muss halt echt nur auf sein Kennzeichen achten. Das verbiegt sich halt relativ einfach. Aber das ist wirklich richtig gut. Ja, ich teste das jetzt einfach mal. Ich denke aber, dass es auch auf lange Sicht sehr gut halten wird. Ja, es ist ziemlich einfach zu machen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Ansonsten kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut in die Videobeschreibung rein, da habe ich euch das Ganze auf jeden Fall verlinkt. Aber ich glaube, die nehmen sich da alle auch nicht viel. Also man kann da, denke ich, auch mal günstigere oder teurere nehmen. Die halten in der Regel sehr ähnlich gut. Genau, ansonsten war es das fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Leonardo.